Herzlich willkommen zum Samsung Smart TV Video Tutorial 2012. In diesem Video möchten wir Ihnen die Funktion des Webbrowsers erklären. Dazu schauen wir uns die neue, verbesserte Webbrowser-Funktion der Samsung E-Serie etwas genauer an. Damit Sie diesen bequemer und einfacher bedienen können, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die sogenannte Bewegungssteuerung. Wie die funktioniert, das erklären wir Ihnen gerne in einem anderen Videotutorial. Die zweite Möglichkeit ist dieses Samsung Wireless Keyboard. Das lässt sich ganz einfach mit Ihrem TV-Gerät über Bluetooth verbinden und so funktioniert's. Batterien einlegen auf der Rückseite der Tastatur, die Taste Off-On einschalten, den sogenannten Pairing-Button drücken und dann legen wir die Tastatur in die Nähe unseres TV-Geräts in einer maximalen Entfernung von 20 cm. Auf der Vorderseite der Tastatur beginnen sofort ein grünes und ein rotes Lämpchen zu leuchten. Danach wenden wir uns dem TV-Gerät zu, gehen ins Hauptmenü zur Funktion System, wählen den Untermenüpunkt Gerätemanager aus. Und sofort haben Sie die Möglichkeit, eine Bluetooth-Tastatur hinzuzufügen. Samsung Wireless Keyboard wird sofort erkannt und mit dem TV-Gerät verbunden. Sie sehen, so einfach und schnell funktioniert das Ganze. Das Gleiche können Sie optional natürlich auch gerne mit einer Maus machen. Das Praktische am Samsung Wireless Keyboard ist das sogenannte Touchpad. Das kennen Sie von Ihrem Notebook zu Hause und genauso funktioniert das auch. Den Mauspfeil können Sie bewegen, indem Sie einfach mit dem Finger nach links oder nach rechts, nach oben oder nach unten fahren. Sie können auch die Lautstärke Ihres Fernsehgeräts verändern, indem Sie auf Plus für lauter oder Minus für leiser drücken. Den TV-Kanal wechseln können Sie mit der Pfeil nach oben und Pfeil nach unten. Taste. Sie sehen also, alle Basisfunktionen für Ihr TV-Gerät haben Sie auch hier auf dem Keyboard. Sie müssen also nicht unbedingt mehr die Fernbedienung verwenden. Selbstverständlich ist auf der Tastatur auch der Smart Hub-Button integriert. Wir starten jetzt den Webbrowser, um uns die einzelnen Symbole und deren Funktionen in der Navigationsleiste ein bisschen genauer anzuschauen und beginnen gleich links oben mit dem Doppelpfeil. Damit lässt sich Ihre Internetseite sofort aktuell wieder laden. Mit dem Haussymbol kommen Sie wieder zu Ihrer Startseite zurück. Mit dem Zoom-Symbol können Sie die aktuelle Internetseite entweder verkleinern oder vergrößern. Wir gehen einmal auf 200% und Sie sehen, wie sich die Oberfläche Ihrer Internetseite dementsprechend vergrößert. Wir gehen zurück auf die ursprüngliche Einstellung von 100% und schließen diesen Menüpunkt auch gleich wieder. Mit dem Sternsymbol kommen Sie zu Ihren Favoriten. Das sind jene Internetseiten, die Sie in letzter Zeit besonders häufig aufgerufen haben. Wenn Sie eine neue Internetseite zu Ihren Favoriten hinzufügen wollen, dann können Sie das auch problemlos tun, indem Sie einfach zu Lesezeichen hinzufügen gehen. Unter dem Symbol Adressverlauf sind alle Internetseiten abgespeichert, die Sie jemals geöffnet haben. Und daher sind diese auch besonders leicht für Sie wieder zu finden. Welche Funktionen gibt es noch auf der Navigationsleiste? Dazu schauen wir in die Adressleiste. Hier können Sie ganz bequem eine neue Internetseite eingeben. In unserem Fall wäre das jetzt zum Beispiel Samsung.at. Wenn Sie mehrere Internetseiten parallel öffnen wollen, dann können Sie das über das Symbol Fensterliste machen. Neues Fenster öffnen und eine zweite Internetseite wird parallel geöffnet. Wenn Sie einen Begriff suchen wollen im Internet, dann drücken Sie auf das Symbol Suchen und geben einen Suchbegriff ein und Ihre Suchmaschine liefert Ihnen binnen weniger Augenblicke die gewünschten Ergebnisse. In unserem Fall wäre das zum Beispiel Norbert Oberhauser und die entsprechenden Ergebnisse kommen sofort. Wenn Ihnen eine Internetseite besonders gut gefällt, dann empfehlen wir das Symbol Freigeben. Da können Sie nämlich mit Freunden und Bekannten diese Internetseite teilen. Das Ganze funktioniert über die sogenannte Family Story. Wie das genau funktioniert, erklären wir Ihnen gerne in einem eigenen Videotutorial.
Und schließlich und endlich sehen Sie hier ganz rechts außen das Zahnrad. Und das Zahnrad-Symbol steht bei Samsung immer für Einstellungen. Hier können Sie zum Beispiel bestimmen, welche Internetseiten für alle und welche nur für Sie öffentlich zugänglich gemacht werden. Dazu bitte wählen Sie den Untermenüpunkt Zugelassene Seiten und geben viermal die 0 als PIN-Code ein. Danach gehen Sie auf Funktion Zugelassene Seiten ein und geben Ihren ganz persönlichen geheimen PIN-Code ein, damit diese Funktion auch entsprechend geschützt ist. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen können und wünsche noch viel Vergnügen mit dem Samsung Smart TV.